Guten Tag, hier spricht euer Peter Kim. Wie gesagt, als Abschluss des Let's Play machen wir hier ein Gewinnturnier, auch wenn wir kaum eine Chance haben, das Gewinnturnier zu gewinnen. Aber wir könnten uns versuchen. Einfach mal aus Spaß mitmachen. Ja. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Dachte ich doch. Kommen wir mit besseren Karten wieder, hä? Und mit 1000 Kronen für den Einkauf. Es... Oh. Das heißt, Leute, das Turnier können wir doch nicht mitmachen, Leute. Oh, meine Zeit müssen wir. Warten wir, jetzt können wir das um. Oh, Mann, schade, Leute, ich hab gedacht, wir können jetzt spielen. Da müssen wir halt jetzt nur die anderen Turniere machen. Ich wollte eigentlich schon abschließen. Ich dachte, da können wir gegen den noch spielen, aber. Dann spielen wir halt gegen andere, aber auch so hinein. Ich habe halt gedacht, wir können jetzt als großes Abschluss- und Gewinnturnier mitspielen, aber dafür braucht man so viel gute Karte. 4 Karten bräuchte man noch, um erst das Turnier mitzumachen. Aber da habe ich jetzt dann nicht so Lust, deswegen spielen wir so allgemein noch Turnier. Kinder, kommt rein! Als schweres Untier. Und du bist begrüß mich mitten im Verspielen in Humpenminen. So, jetzt müssen wir erst mal den singt mein Mann. Willkommen aus der Welt. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Mann. Soll ich dir was vor singen? Moment mal, du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Lass mich in Ruhe. Hä? Das war schon. Moment mal. Dann machen wir. Singt an meinem Grabe. Bin ich so cool. Moment mal. Arbeits feiner Mann. Dingsbiederich. Alle. Oder wir machen jetzt Ends, Leute. Wir suchen den Mäusack und kämpfen gegen Mäusack, vielleicht. Also dann kämpfen wir gegen den Mäusack. Das finde ich ein bisschen schade. Dass wir gegen den Mäusack nicht spielen. Dann spielen wir halt im Gewinn gegen Mäuser, der ist ja auch noch. Leider können wir halt das Turnier nicht teilnehmen. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Man kann nicht überall hin. Das macht ja nichts, Leute. Aber zumindest können wir noch im Gewinn spielen. Als schönen Abschluss dieses Let's Play oder sozusagen eigentlich geschlossen, sondern eigentlich nur eine Pausierung, bis das nächste DLC von der Witcher rauskommt. Aber das wird wahrscheinlich dauern. Hoffen wir nicht, dass es so lange dauert. Weil wir wollen natürlich wieder ein bisschen spielen, oder so, Leute? Ja, leider ist ja der Baron nicht mehr, dann haben wir leider
ich hab dich halt erhängt, aber nicht. Guck mal, wie gut Mäusack ist. Oh Mann, das ist echt nicht ungut, also. Dann machen wir mal, tun wir meditieren mal kurz, Leute. Dass es hell ist. Guck mal, wie man zum Mäuser bekommt. Du siehst müde aus, Weißer. Können wir reden? Du spielst nicht zufällig Gwind, oder? Aber klar, ich habe mein erstes Blatt vor Jahren in Syntra bekommen. Seitdem habe ich halb Skellige das Spiel beigebracht. Warum fragst du? Willst du spielen? Ja, lass uns eine Partie spielen. Ja, dann spielen wir mal so. So, gucken wir mal, wie er spielt. Oh, schau, Uwe. Das ist nur das Deckchen. Gehen wir mal von einem mit 4. Oh, nee, das ist immer nur das Deckchen. Vampir, der ist nicht so nett. Der Feind ist schon gleich so alter Schwede. So, jetzt haben wir eine minimale Chance noch. Gehen wir gleich mit der drauf. Dann gehen wir mit der. Und dann kann man mal sehen, was der macht. Jetzt passen wir an den Fokus. Alle. Wenn noch gut Karte. Gehen wir mit Wesemir, natürlich mit Wesemir gehen wir auf die Blase. Und mit Jennifer gehen wir auf machen es so noch. So, jetzt muss er erstmal wieder ein bisschen Power machen. So, jetzt sehe ich eine Sache, machen wir den gleich nochmal. Knapp 25. Gleich, setzen wir gleich nochmal die höchste Karte durch. Wir müssen jetzt die hohen Karten rausballern. So, jetzt müssen wir achten, jetzt die hohe Karte an. Aber jetzt ballern wir die. Boah, scheiden die.
Okay, wir haben noch, eine Chance, Leute. Und jetzt tun wir aber so machen, Leute, das passt nicht. Oh, wir müssen die Karte, wir verlieren das nächste Spiel leider. Alter Schwede. Ja, ach gut. Wir haben halt kaum Holder. Wir müssen aufpassen, Leute, sonst werden das Spiel eigentlich im Sinne verlieren. Wir haben nur eine Karte. Ja, verloren, Leute. Aber Leute, ich könnte. Wir spielen das gleich nochmal. Kopf hoch. Gegen mich kann man mal verlieren. Ich glaube, wir spielen nochmal gegen. Können wir reden? Zeit für eine Partie Karten? Eigentlich nicht. Ach, scheiß drauf, spielen wir. So, Leute, wir spielen nochmal gegen. Ja, lass uns eine Partie spielen. Und versuchen, ihn doch noch zu gewinnen, Leute. Dann fahren wir noch in diesem Spiel an. Guck mal, wenn 34 hat, wir machen jetzt eine Stunde ruhiger. Ne? So, dann lass mich ruhig hochbauen, Leute. Langsam nicht mehr. Okay, dann verbrennen wir. So, das sind die MAP-Karten. Was ist hier? 9 Punkte sind da. Aber was machen wir? Versuchen eher, dass er mehr Karten zuführt. Wir nehmen nur die schwachen Karten. Man macht die Pasta mehr. Er weiß gleich, was ich machen sollte. Ich wollte eigentlich sozusagen durchpassen. Jetzt haben wir ein Boot zu pflegen. Er hat einen Vorteil. Er hat einen Vorteil, aber mir den Vorteil zurückgenommen. So. Nehmen wir die Karte und hoffen, dass es passt. Wir passen jetzt 8 durch. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nicht so eine starke Hand hat. Jetzt wird's. Jetzt hat es geschützt. Das heißt, wir müssen jetzt das nehmen. So, jetzt haben wir noch. So, vier eine Kelle, da sind alle vier mit drin. So, jetzt
So, jetzt nehmen wir die Karte. Nehmen wir. Jetzt sieht man überhaupt. Das ist ein bisschen das Problem. Du Erdmann, das ist richtig schwer gehabt. Wir haben es doch nicht hingekriegt, so wie ich wollte. Ja, ja. Er hat doch die Kurse, ne? Muss ich dann so nehmen. Ja, nein, das ist halt das Problem hier. Kopf hoch. Gegen mich kann man mal verlieren. Aber heute, Mann, es geht besser. Können wir reden? Zeit für eine Partie Karten? Eigentlich nicht. Ach, scheiß drauf, spielen wir. Leute, wir machen jetzt das letzte Spiel. Ja, lass uns eine Partie spielen. Weil ich glaube, wir kriegen ihn, aber das ist halt das Problem, wie man. Alles mit vielen. Dann versuchen wir es noch einmal. So, jetzt versuchen wir es zum letzten Mal noch mal gegen ihn. Mal gucken, was wir jetzt in der Pirne so ein bisschen was nerven stehen haben. Mal gucken, wie er jetzt Monitor ist. Ja, Partner. Oh nein, das ist so schlimm. Wir müssen die Karte ins Meister reißen. So, jetzt die Elf. Oh Mann, jetzt hat er wieder. So, nein. So, jetzt wird es wieder eine Ebene. Jetzt hat er. Keram lässt mir mal jetzt nicht. Ah, jetzt versuchen wir zu. Oh Mann, ach, dafür müssen wir den nehmen. Oh Mann, das. Das ist es. Jetzt Karten ins Kopf. Aber jetzt haben wir ein Problem, weil wir haben kaum Karten. Der hat nur 5 Karten in der Hände. Wir haben verloren, Leute. Gut. Der kann, ja. Dann nimmt kaum noch Karten.
Kopf hoch. Gegen mich kann man mal verlieren. Ja, leider einmal verlieren. Seite an Seite mit einem Hexer zu kämpfen. So, Leute, jetzt gehen wir zu Tempel, wo wir hier mal vor uns hatten, wo die Königin kommen. Freya, heiligste Mutter. So, hier kommen wir, aber das ist ein schöner Platz zum Abschieden. Aber nein. Somit sagt euer Peter Game wieder tschüss. Bis dann. Ich freue mich schon auf nächste Let's Plays, was auf meinem Sinn kommt, euch auch gleich. Und ich freue mich auch, dass bald, hoffentlich bald, ein neuer Tag und Gewitter rauskommt. Und somit sagt euer Peter Game tschüss. Bis dann. Und PJ geht demnächst.